Das ist der Ort, wo Mensch und Maschine verschmelzen. Abgetaucht in einer virtuellen Welt lernt Nele Kessenich per VR-Brille und Greifsensoren, wie sie Autoteile perfekt verpackt. Jeden Griff und jeden Scanvorgang von ihr überwacht ein menschlicher Trainer und das Lernprogramm. Noch ist der Einsatz der Videobrillen ein Versuchsprojekt im Qualifizierungscenter der BLG, ein Projekt mit lebenden Versuchskaninchen. Es ist auf jeden Fall ungewohnt, aber sehr beeindruckend, wie real das Ganze dann doch wirkt. Schwindel? Gar nicht. Gar keine Probleme. Der Alltag im Trainingscenter sieht so aus. Fahrschüler lernen auf Gabelstaplern. Ein Trainer zeigt der Großgruppe angehender Lagerarbeiter im Frontalunterricht und später per Video, wie man packt. Würde man allen Teilnehmern eine VR-Brille aufsetzen, hätte das aus Sicht des Schulleiters nur Vorteile. Man erhält durch die VR-Brille einen besseren Informationsfluss. Und zwar ist es so, dass 33% der Informationen besser oder mehr aufgenommen werden als durch ein Video. Das heißt, die Probanden, die dann eben halt hier durchgeführt werden, haben dann auch noch den Effekt, dass sie nach einem Jahr immer noch 80% der Lerninhalte immer noch im Petto haben. Klar ist aber auch, jeder Jobanwärter wird so schon vor dem ersten Arbeitstag vom Arbeitgeber Dauer überwacht und, was seine Fähigkeiten angeht, auch komplett gläsern. Der BLG-Forschungschef betont aber auch den Nutzen der virtuellen Trainings für die Mitarbeiter. Es ist nicht nur für uns gut, das zu sehen, für welche Prozesse der Mitarbeiter sich besonders eignet, aber auch für den Mitarbeiter selbst zu sehen, ist eigentlich das, wo er zukünftig arbeiten wird, auch der Platz, den er sich so vorgestellt hat für den Alltag. Ich meine, der verbringt nachher 8 Stunden seines Tages bei uns und das muss auch eine Arbeit sein, die auch zu ihm passt, die er auch gerne macht. Brems zweitgrößter Arbeitgeber beschäftigt im Bereich der Vertragslogistik knapp 6.000 Menschen, mehr als die Hälfte der 11.000 Mitarbeiter weltweit. Neue Kollegen muss sich die BLG immer öfter selbst ausbilden. Lageristen gesucht galt auch lange für den nagelneuen Standort der Bremer Logistik Group in Elsdorf an der A1 auf halbem Weg nach Hamburg. IKEA Distribution steht auf dem Komplex der 4 Riesenhallen. Tatsächlich arbeitet hier kein einziger IKEA-Mitarbeiter. Stattdessen holen 121 BLGler hier seit Oktober alles aus den Regalen, was die Kunden von zu Hause bei IKEA online bestellen. Christian Klieche arbeitet vom ersten Tag an in diesem Online-Warenhaus. Alles hat hier System. Bei 8.000 erledigten Auftragspositionen liegt zurzeit der Tagesschnitt der BLGler. In dem Riesengerüst von 8 Meter hohen Regalen lagert in den unteren Stockwerken die Ware für den Versand. Gucken, dass hier keiner kommt. Klieche pest durch die Gänge, um einen Kundenauftrag mit 3 Positionen zusammenzusuchen. 53,20. Das gehört immer dazu, das Scannen? Ja, damit sichern die sich auch ab, dass wir das Richtige kommissionieren. Damit wir nicht irgendwo was scannen und was Falsches aufladen. Im Packen der Wagen besteht die eigentliche Kunst der Kommissionierer, sagt Klieches Chefin. Wenn Sie zu Hause etwas bestellen, dann fänden Sie es sicherlich ganz schön, wenn der Kleiderschrank nicht auf dem Weinglas liegt bei der Lieferung, sondern das im Idealfall eher andersrum ist. Das ist bei 2 oder 3 Artikeln noch relativ einfach. Wenn wir dann aber Auftrag mit mehreren Positionen haben, dann muss man schon auch die Erfahrung haben. Und die Jungs und Mädels auf der Fläche, die das machen, entwickeln dann wirklich gutes Auge für, sehen den Auftrag und wissen genau im Kopf schon, wie sie das positionieren. Christian Klieche ist bei den letzten Regalbrettern seiner Schicht angekommen. Ist das eigentlich noch eine körperlich anstrengende Arbeit? Ist man abends kaputt? Das liegt immer dran, was für Aufträge man bekommt. Wenn da Küchen bei sind, da sind die schwersten Pakete bis 70 Kilo. Das merkt man nach 8 Stunden schon, aber jetzt so in dem Stil nicht so doll. Der letzte Teil Handarbeit. Wo es nur geht, erleichtert moderne Technik den BLGlern die Arbeit. So ein sogenannter Schubmaststapler etwa greift sich ganze Paletten direkt unter dem Hallendach. Gearbeitet wird in 2 Schichten zwischen 6 und 23 Uhr. Nur als attraktiver Arbeitgeber bekommt man hier auf dem Land heutzutage überhaupt noch Leute. Letztendlich muss man sich einen Ruf aufbauen, dass sich rumspricht, dass es hier gute und sichere Arbeitsplätze gibt. Und dann hat man das Glück, dass man angesprochen wird und Leute sich für unsere Arbeit hier interessieren.
4 Stunden von Elsdorf entfernt, Emmerich am Rhein. Ein Riesenlager mit 80.000 Quadratmetern Fläche, gebaut von der Bremer Logistik Group für den Kunden Konica Minolta. Ein unbemanntes Flugobjekt übernimmt drin die Inventur der Ware aus der Luft. Hier hat die BLG sogar Drohnenpiloten ausgebildet. Pascal Israel fliegt seit 2016 ohne einen einzigen Absturz in der gerade mal 10 Meter hohen Halle. Nun sehe ich auf meinem iPad den Platz, den ich zu inventieren habe. So kann ich jetzt von oben direkt sehen, wie viele Paletten auf dem Platz sind. Habe ich keine Drohne dabei, müsste ich von hier unten gucken und könnte nicht sehen, ob in der Mitte eine Palette fehlt. Somit müsste ich den kompletten Platz auseinanderfahren mit dem Stapler. Sie haben das früher auch gemacht, ne? Das haben wir früher erst so gemacht, ja. Mit der Drohne ist der Inventurjob sogar schneller erledigt als früher. Dafür sind ein paar Sicherheitsauflagen einzuhalten. Für den Fall sollte der kleine Flieger doch mal herunterkommen. Wir sperren die Gänge, wo wir fliegen, ab, damit für jeden Mitarbeiter auch ersichtlich ist. Da wird gerade mit der Drohne geflogen. Das war eine Anforderung. Am Anfang sind die Mitarbeiter natürlich stehen geblieben, als interessant war, Mensch, da fliegt gerade die Drohne, lass uns kurz schauen. Und mittlerweile ist es einfach ein ganz normales Werkzeug, was hier täglich in Emmerich eingesetzt wird. Emmerich ist ein gutes Beispiel dafür, wie weit Kunden die BLG inzwischen in ihre Produktion mit einbeziehen. Konica Minolta ist im kommenden Jahr 40 Jahre Partner der BLG. Die Japaner importieren ihre Kopiermaschinen praktisch in Einzelteilen nach Deutschland. Zusammenbauen dürfen sie die Spezialisten der BLG. So ein Gerät kommt in Komponenten. Das können viele unterschiedliche Komponenten sein, 20, 30 Stück. Das eigentliche Gerät ist eigentlich nur dieser Teil. Das ist die eigentliche Maschine. Alles andere, was man hier sieht, sind Komponenten, die ja erst noch verbaut werden müssen. Nämlich immer so, wie der Kunde das ganz gerne möchte. Es muss aber an irgendeiner Stelle fertig zusammengebaut werden. Und das tun wir eben hier. Auch der Nachschub an Tinte und Teilen läuft über Emmerich. Online bestellt, tags drauf geliefert. Morgens um 4 genau zwischen Fulda und Frankfurt. Mitten im Grünen will der größte Online-Händler für Arbeitsbekleidung in wenigen Monaten Ware lagern und kommissionieren, sowie Schuhe produzieren. Die BLG ist von Anfang der Planung an dabei. Es ist wichtig, weil man ja als künftiger Betreiber erstens ganz gerne seine Erfahrung mit einbringt, weil das wichtig ist, weil jeder Kundenwunsch heute bei Bauprojekten dieser Größenordnung immer sehr individuell ist. Da kann man nichts von der Stange machen. Das muss alles maßgeschneidert geplant und gebaut werden und umgesetzt werden. 48 Meter hoch ist der Klotz von Hochregallager. Matthias Fischer, der Projektleiter von Engelbert Strauß, zeigt Andreas Hötzel den Baufortschritt. Bei 75% ist man jetzt. Die Fabrik wird von den Partnern nachhaltig geplant. Das Blockheizkraftwerk steht schon. Die Solaranlagen kommen noch. 35% des Energiebedarfs will man selbst erzeugen. Von Anfang an haben wir gemeinsam das Projekt entwickelt. Wir haben gemeinsam uns die Ziele gesetzt, die wir sowohl in puncto Nachhaltigkeit, also Solarenergie, Blockheizkraftwerk, als auch in den Abstimmungsprozessen Fördertechnik umsetzen wollten. Und Sie hatten vorhin gefragt, warum die BLG als Partner? Weil wir miteinander arbeiten und das über die Jahre hinweg, um gemeinsam das Projekt voranzutreiben. Und das funktioniert halt mit der BLG wunderbar. 4 solcher Hochregallager stecken in dem Turm. Fassungsvermögen 1 Million Kartons. IT-Techniker arbeiten zurzeit daran, selbst die automatische Fördertechnik noch etwas schneller zu machen. Seit etwa 6 Wochen sind wir in der Inbetriebnahme und fahren halt jetzt so die ersten Sequenzen zusammenhängend, indem wir dann die Kartons einmal umsetzen. Ab Ende November sollen hier 4000 Pakete in Richtung der Kunden rollen, pro Stunde. Trotz der Automatisierung bringt das Hochregallager 350 Arbeitsplätze. In einer Region mit fast Vollbeschäftigung ein Problem für den Betreiber BLG. Geld spielt natürlich immer eine Rolle. Und dass man als Logistikarbeitgeber nicht das bezahlen kann, was die eigenen Kunden bezahlen, versteht sich von selber. Deshalb muss man sich mehr Gedanken machen als nur um Geld. Man muss sich ganz klar auch darüber Gedanken machen, also zu welchen Bedingungen die Mitarbeiter beschäftigt sind. Man muss sich darüber Gedanken machen, in welcher Arbeitsatmosphäre die Mitarbeiter unterwegs sind. Der Frankfurter BLG-Standort wäre von der Arbeitsatmosphäre her etwas für Science-Fiction-Fans.
Hier trifft Andreas Hötzel Standortleiter Klaus Gottwald und seine Roboter mit den Namen Carry 1 bis 75. Kein Mensch läuft mehr mit einem Karton die Reihen ab. Die Mini-R2D2s tragen 800 Regale Huckepack direkt zu den Kommissionierern an den sogenannten Stargates. 2015 gab es für das System den Deutschen Logistikpreis. Techniker Christian Unger zeigt mal, was in den kleinen Carries an Technik steckt. Hier die zwei Fahrmotoren, ein großes Pack Batterien, Funkmodul mit WLAN, worüber dann die Kommunikation stattfindet. Auf Ungers Bildschirm geht es zu wie bei Pac-Man, nur eben komplett ohne Zusammenstöße. Sein Chef findet die Anlage vorbildlich. Der muss dann hochgebockt werden. Ware zum Mann, zur Frau ist ja das Prinzip. Nicht wir laufen herkömmlich mit dem Kommissionierwagen in die Gänge, holen die Ware raus, sondern die Ware kommt auf uns zu. Das wird sicherlich der Weg der Zukunft sein. Logistik hat Zukunft dank dem Mix von Mensch und Maschine. Das sagen auch die Zahlen des Unternehmens. Es ist ein Geschäftsfeld, auf dem die BLG in den letzten Jahren ganz erheblich gewachsen ist. Das ist mittlerweile die Division der drei bei der BLG, mit der wir den meisten Umsatz erzielen. Aber die Gewinnmargen sind nicht so, dass da jetzt alle in großen Jubel ausbrechen. Das ist ein heiß umkämpfter Markt. Trotzdem, am Ende stehen fast 600 Millionen Euro Umsatz in den Büchern. Und an den deutschen Autobahnen immer mehr Lagerhallen voller BLGler. Manche immerhin auch mit den drei Buchstaben des Bremer Unternehmens drauf.